Ja, wunderschönen guten Morgen und herzlichen Dank, dass Sie der Einladung der Vulkanladies zur heutigen Pressekonferenz am 23. März 2016 gefolgt sind. Mit mir hier vorne begrüße ich einmal den Peter Josef Schmitz und den Manfred Sackler. Peter Josef, vielleicht kann man mal einen Blick zurückwerfen, wie der Bundesliga-Handball in Weibern respektive bei den Vulkanladies denn überhaupt so ins Rollen gekommen ist. Also die Damenmannschaft des TuS Weibern hat viele Jahre in hervorragender Position in der Regionalliga gespielt. 1999 hat sich dann qualifiziert für die Playoff-Spiele um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Dann ist im Mai 1999 es wirklich gelungen, aufzusteigen. Das war ein Fest, das ganze Dorf stand auf, war unterwegs. Es hat also wirklich, das war eines der größten Feste, die wir jemals erlebt haben. Zwei Wochen später waren dann Kommunalwahlen und ich bin dann zum Ortsbürgermeister gewählt worden. Insofern war natürlich da schon eine gewisse moralische Verpflichtung da, nicht nur als Ortsbürgermeister tätig zu sein, sondern auch den Handball als größten Werbeträger des Ortes im Visier zu halten. Die Mannschaft hat dann ganz ordentlich gespielt, war immer eigentlich im oberen Bereich, meistens auch in dem Bereich, sogar in dem Playoff-Bereich, um in die erste Liga aufzusteigen. Und dann wurden irgendwann mal die Modalitäten geändert. Es wurde eine normale Runde gespielt. Und dann war die Mannschaft am Ende des Jahres 2003 Tabellenführer und ist also dann in die erste Bundesliga aufgestiegen. Die erste Saison lief problemlos, die zweite weniger. 2004, 2005 wurde schon etwas eng, sowohl was finanziell Dinge anbelangt, wie auch die Sportsituation. Im April, Mai ist man dann an mich herangetreten, ob ich mich nicht ein bisschen intensiver noch einbringen könnte. Es hieß dann, ja, also uns fehlen 25.000 Euro, sonst tritt die Mannschaft nicht mehr an. In dieser Dimension bewegte sich das damals so und die Frage ist, kannst du das kurzfristig organisieren? So, dann habe ich mal überlegt, wen kannst du ansprechen und dann sind wir also dann, meine Frau und ich, losgezogen. 4 Stunden später sind wir dann leicht schwankend nach Hause gegangen, aber wir hatten diese 25.000 Euro und seit dieser Phase bin ich dann also auch intensiver noch mit dem Thema Damenhandball in Weibern verbunden gewesen. Es folgten dann viele Jahre in der zweiten Liga bis 2012. Wir haben immer dicht an den Aufstiegsplätzen geschnuppert, aber nie so ganz den Sprung nach oben geschafft. Sind in die Saison 2011, 2012 eigentlich mit einer lockeren Erwartung herangegangen, naja, vielleicht machen wir einen guten Mittelplatz. Und plötzlich ist der Knoten geplatzt. Die Mannschaft hat einen traumhaften Handball gespielt und ist dann also aufgestiegen. Letztendlich wurde der Aufstieg erst im letzten Spiel klar gemacht. Das war in Altlandsberg, also noch eine Ecke hinter Berlin. Wir sind dann alle, Manfred war dabei und viele Fans mitgefahren, teilweise im Flieger hinterher und haben da. René, warst du auch dabei? Also, es war jedenfalls also ein Spiel auf Messerschneide. Sie mussten unbedingt gewinnen, haben dann zum Schluss auch gewonnen. Es war eine rauschende und berauschende Siegesfeier. So, aber im Nachhinein, am nächsten Tag, haben wir uns dann schon zusammengesetzt und haben gesagt: So, das war es aber dann für Weibern. Weil das Rahmenprogramm, die Standards an die Halle, alles das konnten wir in Weibern nicht mehr erfüllen. Wir haben uns dann mit Herrn Herb zusammengesetzt und haben uns da sehr schnell geeinigt, dass die einzige mögliche Spielstätte für uns hier in unserem Bereich halt die Konnag Arena ist, weil bestimmte Lichtstärken gefordert waren, bestimmte Bodenbelag, bestimmte Anzahl von Zuschauerplätzen, ein Rahmenprogramm für Zeitnehmer, für Schiedsrichter, für die Mannschaften, was wir alles in der kleinen Robert-Wolf-Halle in Weimar nicht erfüllen konnten. Und so erfolgte dann also der Umzug nach Koblenz. Wir wurden hier sehr gut aufgenommen von der Fanseite her. Wir hatten im ersten Jahr beim Spiel gegen die Mietzen aus Trier über 2000 Zuschauer hier in der Halle. Also es hat sich alles sehr gut angelassen. So. Und jetzt möchte ich eigentlich den Ball weitergeben an den Manfred Sattler, der die Jahre hier in Koblenz sicherlich noch besser beschreiben kann, weil er näher dran war. Und es ihn auch mehr noch gefordert hat als mich. Ja, vielen Dank für die Informationen aus der Vergangenheit.
die sicherlich auch wichtig sind, mal zu hören, wie ist denn Handball eigentlich bis nach Koblenz gekommen in dieser Form. Ja, die laufende Saison als solches war sicherlich sportlich am Anfang ein Highlight. Wir lagen auf dem zweiten Platz. Wir hatten das, was wir eigentlich uns erträumt hatten, dann auf einmal in der Realität, auch wenn wir nach außen gesagt haben, eigentlich wollen wir nicht unbedingt jetzt direkt wieder aufsteigen. Aber im Geheimen hat man natürlich das gehofft. Dann kam aber dann die lange Serie der bitteren Niederlagen, die überhaupt kein Verständnis bei uns gefunden haben, warum die Mannschaft so gespielt hat. Jetzt haben wir zwei Spiele hinter uns. Die Mannschaft hat sich vielleicht tatsächlich, oder sie hat sich zusammengesetzt und hat vielleicht eine Lösung gefunden, um die Probleme, die da wohl auch innerhalb der Mannschaft waren, aus dem Weg zu schaffen. Und sie hat dann hier ein tolles Heimspiel hingelegt, hat auch im Auswärtsspiel in Halle in das letzte recht ordentlich gespielt, war ja stark geschwächt durch das Fehlen der Nationalspielerin. Und in dieser Zeit haben wir ja auch schon Planungen sportlicherseits gemacht für die nächste Saison. Die sind im Dezember angelaufen und wir haben da auch relativ zügig eine Vision entwickelt. Wie könnte es sein? Wie kann eine Zukunft der Vulkan-Ladies gegeben sein? Und da gab es für uns nur eine Chance eigentlich, erstens das Budget radikal zu verringern. Das heißt, zu versuchen, mit dem halben Budget gegenüber der laufenden Saison auszukommen. Und zweitens dann dafür eine Mannschaft aufzubauen mit jungen Spielerinnen aus ganz Deutschland, mit Nachwuchstalenten, um dann sich in der zweiten Liga im Mittelfeld vielleicht irgendwo zu platzieren und dann daraus eine Mannschaft aufzubauen, die dann auch in 3-4 Jahren doch wieder an dem Tor zur ersten Liga kratzen soll, weil es kann nur eine Vision geben, mittelfristig wieder in der ersten Liga zu spielen. Das war uns eigentlich klar. Parallel dazu gibt es aber und gab es eine viel größere Aufgabe zu lösen, nachdem wir die Vision kaufmännisch mal im Griff hatten, so was unsere Vorstellungen waren, nämlich wer bezahlt das Ganze? Und diese Aufgabe, die muss man ganz klar sagen, die ist uns nicht gelungen. Und deshalb möchte ich auch jetzt relativ früh das Ergebnis verkünden. Es wird keine Zukunft für die Vulkan-Ladies Koblenz-Weibern hier geben. Wir werden den Antrag nicht stellen können für die nächste Saison, um die Lizenz für Bundesliga-Handball wieder zu bekommen. Das ist eine sehr traurige Angelegenheit. Das schmerzt uns, das tut uns weh. Aber wir haben nach 4 Jahren, wo wir hier in Koblenz sind, feststellen müssen, dass wir entweder viele Fehler gemacht haben, dass wir nicht das richtige System gefunden haben, denn wir sind letztendlich nicht von Wirtschaft und Politik angenommen worden. Wir haben heute weniger Geld als Sponsoren, von den Sponsoren zur Verfügung, als wir in Weibern hatten. Und das ist keine Basis, um langfristig Handball in einer Größenordnung zu spielen, um Bundesliga zu spielen. Entweder haben wir jetzt dort große Fehler gemacht, wir haben auch sicherlich Fehler gemacht, oder es besteht kein Interesse seitens der Region, wobei ich damit die Zuschauer ausnehme, denn die sind ja gekommen. Ich nehme auch ganz bewusst die Helfer aus, denn das war schon immer toll, wenn man gesehen hat, dass bis zu 50 Leute das Heimspiel mit organisiert haben. Aber es scheint wohl nicht so interessant zu sein, Handball-Bundesliga, dass sich die Wirtschaft in der Region davon begeistern lässt und entsprechend notwendige finanzielle Mittel zur Verfügung stellen können oder möchten. Das ist die Erfahrung, die wir heute haben und die auch uns zu der Entscheidung geführt hat, tatsächlich nicht weitermachen zu können. Die heutige Situation stellt sich so dar, dass zwischen 50% und 70% des Budgets oder der Kosten immer von einem Sponsor, das war dann ich, getragen worden sind. Und ich denke, dass man Verständnis dafür haben muss, dass ich nach so langer Zeit und nach 4 Jahren Erfahrung in dieser Region hier schlicht und einfach auch da sagen muss, das kann nicht alles auf meinem Portemonnaie oder Buckel ausgetragen werden. Dazu bin ich auch letztendlich nicht in der Lage. Ich unterstütze jetzt den Handball seit über 20 Jahren durch Finanzen und habe im Wesentlichen immer den großen Batzen getragen.
Aber das, was jetzt notwendig ist, um professionell nach vorne zu schauen, das ist so nicht machbar auf Dauer. Und wenn es keine Mitstreiter gibt, die mit mir gemeinsam, mit uns gemeinsam nach vorne schauen, wenn es die nicht gibt und wenn es das Interesse dazu auch nicht gibt oder unser Angebot nicht passt, auch das möchte ich klar sagen, dann müssen wir dieses Kapitel Vulkanladies tatsächlich beenden. Wir haben natürlich auch mal nach links und rechts geguckt und Sie vielleicht auch schon. Wer sind denn die typischen Sponsoren in diesen Fällen? Und das sind halt Banken, Energieunternehmen, Stadtwerke, Versicherungen und der regionale Einzelhandel, die heute den Sportbereich tragen, die heute die typischen Sponsoren sind. Hin und wieder sicherlich auch ein Mäzen, das gehört auch dazu, aber auch vielleicht das ein oder andere Industrieunternehmen. Aber leider ist das uns in dieser Region und speziell hier in Koblenz nicht gelungen, denn wir haben hier heute noch wesentlich mehr Gelder von den Sponsoren aus Weibern, als wir in dieser Region hier gewinnen konnten. Wir haben in den letzten Wochen hart daran gearbeitet, wir haben viele Gespräche geführt, wir haben E-Mails geschrieben, wir haben Briefe geschrieben. Wir beide waren unterwegs, ich war alleine unterwegs und leider sind wir im Prinzip immer auf Ablehnung bis letztendlich Ablehnung gestoßen, dass unsere Wünsche, vielleicht das Sponsoringgeld bei bestehenden Sponsoren etwas zu erhöhen oder neue zu gewinnen, dass es letztendlich nicht anerkannt worden ist. Und insofern müssen wir das akzeptieren, das werden wir auch akzeptieren und haben daraus dann entsprechend diese Entscheidung getroffen. Unser Ziel war es, in einer Größenordnung von 120.000 bis 150.000 Euro, vielleicht etwas mehr, neue Sponsoren zu gewinnen, die dann auch über, ich sag mal, 3 Jahre eine Zusage gegeben hätten. Ob das jetzt 4 Sponsoren oder 6 oder 10 gewesen wären, das ist unerheblich, um damit eine Basis, ein Signal zu bekommen, jawohl, wir identifizieren uns damit und wir helfen hier, dieses Unternehmen Vulkanladies am Leben zu halten. Das ist uns alles nicht gelungen. Wir hatten jetzt weniger Sponsorengelder zur Verfügung als für die laufende Saison. Das, was von draußen reingekommen ist, und wir waren in der vergangenen Saison auch schon um 20% gesunken, nachdem der ein oder andere, weil wir in die zweite Liga abgestiegen sind, auch die Sponsoring-Rahmenbedingungen verändert hat. So bleibt uns also nur tatsächlich jetzt die Saison zu beenden. Das wollen wir auch ganz normal machen. Es gibt kein spontanes Aus. Wir haben gestern mit der Mannschaft zusammengesessen und ich denke, für die Mannschaft ist das auch eine harte Entscheidung, weil einige wären ja mit Sicherheit geblieben. Sie müssen sich jetzt auch um neue Arbeitsplätze kümmern. Sie müssen aus der Region unter Umständen raus, weil wir hier ja nichts haben. Und wir wissen alle, wie in der zweiten Liga die anderen Mitstreiter aus Rheinland-Pfalz stehen. Theoretisch können es ja 4 Rheinland-Pfälzer sein, die absteigen. Vielleicht sind es nur 2, vielleicht sind es auch nur 3. Aber in der Größenordnung wird das schon sein. Insofern wird zum Ende der Saison dann Schluss sein. Und wir werden aber als Vulkanladies UG, die ja Träger des Ganzen ist, alles ordnungsgemäß abwickeln. Da wird es keine Reibereien, Streitigkeiten oder sowas geben. Wir werden den DHB informieren, dass wir keine Lizenz beantragen und werden natürlich auch die beteiligten Sponsoren und so weiter alle recht kurzfristig jetzt davon in Kenntnis setzen. Ich persönlich bin über diese Situation sehr enttäuscht, weil es mir nicht gelungen ist, hier in der Region für den Sport, für den Mannschaftssport, Leistungssport positive Ergebnisse zu erzielen. Das war unsere Vorstellung. Vielleicht sind wir selbst schuld gewesen und andere können das besser, aber wenn man die Realität betrachtet, dann geht es anderen Vereinen, und ich nenne da jetzt einfach mal Fußball und Eishockey, das sind ja die auch momentan noch als Mannschaftssport recht erfolgreich spielen oder zumindest da sind, wenn auch nicht oben in der Bundesliga oder ganz oben. Die haben aber die gleichen Probleme, und da stellt sich die Frage, ob
die überleben können. Meine persönliche Prognose ist, denen wird es genauso gehen. Es wird vielleicht noch ein Jahr oder zwei oder vielleicht drei dauern, wenn nicht grundsätzlich sich etwas ändert, wenn es nicht andere Menschen oder Firmen gibt, die eine Notwendigkeit sehen, einen Sinn darin sehen, dass in einer Region auch Leistungssport betrieben wird. In meiner Funktion als Präsident der IHK Koblenz kenne ich ja auch die Forderungen seitens der Wirtschaft bezogen auf diese Region hier, für die ich ja zuständig bin, dort, dass wir ein Image aufbauen müssen, dass wir nach draußen Schwierigkeiten haben, die Region eigenständig zu verkaufen, weil es gibt Rhein-Main, es gibt Köln, das gibt es alles, aber was sind wir eigentlich? Sind wir jetzt Mittelrhein, sind wir Koblenz, Koblenz-Mittelrhein oder was sind wir eigentlich? Und da machen sich viele Leute Gedanken darum, erstens die Region zu positionieren und nicht nur für die Auftraggeber. Das ist relativ einfach. Die Auftraggeber, die vergeben Aufträge über das Produkt, über die Leistung, die sie bekommen wollen. Und denen ist dann letztendlich egal, wo das herkommt. Sonst wird ja heute, würden viele ja gewisse Waren und Leistungen aus anderen Teilen der Welt nicht kaufen. Was aber wichtig ist, ist, wie bekommt man langfristig gute Mitarbeiter? Wie halte ich die jungen Menschen hier in der Region und wie bekomme ich Menschen aus anderen Regionen hierhin, die hier dann bei einem mittelständischen Unternehmen ihren Job tun? Und da glaube ich, dass hier die Freizeitgestaltung ein wichtiger Punkt ist. Denn jeder, der sich irgendwo bewirbt, der sagt zunächst mal, als erstes muss mir das Unternehmen gefallen, sonst brauche ich ja gar nicht dahin gehen. Also gehe ich mal davon aus, dass wir eine Menge Unternehmen haben, die toll sind, die tolle Arbeitsbedingungen haben, die auch in der Lage sind, ein angemessenes Gehalt zu bezahlen. Und dann kommt die zweite Frage aber sofort, ja, und gefällt mir denn die Region, wo ich dahin ziehe? Wenn ich heute nach München ziehe, dann macht gar keiner, er stellt sich höchstens die Frage, ob er sich die Mieten dort leisten kann. Aber über das andere wird nicht diskutiert. Aber, und das sind ja auch die Klagen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region, wenn man dann sagt, ja, was ist denn in Koblenz los? Und dann hat man da nicht unbedingt etwas zu bieten, was mithalten kann mit den anderen. Ja, wir werden immer weiter zurück sein als eine Großstadt, aber Sport und Freizeitgestaltung, wo kann ich hingehen, gehört meiner Meinung nach auch dazu. Ob es jetzt Handball sein muss oder Handball ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich mache mir also insgesamt Sorgen darum, dass diese Region kein Profil findet, kein Image findet, und dass sie auch nicht in der Lage ist, im Moment zu erkennen, welche Maßnahmen müssen denn nicht nur von der politischen Seite, sondern auch von der Wirtschaft selbst auf den Weg gebracht werden, damit man interessante Angebote für Arbeitnehmer und letztendlich auch für Kunden hat. Darüber muss diskutiert werden sicherlich, und da spielen die Vulkan-Ladies eine kleine Rolle. Es ist halt schade, dass in einem Mosaik, aus dem dieses ganze Angebot, ja, was es sein muss, letztendlich so ein Mosaiksteinchen Leistungssport jetzt dann fehlt. Und es wird ja auch im Bereich Handball, da muss man ganz realistisch sein, nichts mehr aufgebaut werden können. Und wir können Handball-Bundesliga für einen Bruchteil des Geldes spielen, wie Fußball jetzt zum Beispiel. Ja? So, also das sind erhebliche Unterschiede, und von der Seite bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe, dass die Region noch die Kurve kriegt, dass sie hier Lösungen findet. Aber wir sind jetzt im Moment mal die Leidtragenden. Insofern, dass wir aufgeben und dass wir sagen, wir haben in dieser Form keine Zukunft. Nun gilt es, die Saison zu Ende zu spielen, was wir auf jeden Fall wollen. Wir hoffen, dass uns auch noch die Zuschauer die Stange halten bis zum Schluss und dass wir gemeinsam dann beim letzten Heimspiel am 7. Mai ist das, glaube ich, dann auch eine schöne Abschlussfeier noch machen können. Das möchten wir gerne tun, dazu rufen wir auch alle auf. Ich möchte an dieser Stelle auch hier Danke sagen allen, die uns einmal in den 4 Jahren begleitet haben, in unserer neuen Idee hier in Koblenz ganz groß rauszukommen und Bundesliga-Handball so richtig vom Feinsten zu spielen. Den Sponsoren, den Zuschauern, vor allen Dingen den vielen Helfern und den Supportern, die sich auch gerade alle aufgebaut haben, die eigentlich danach lechzen, dass die nächste Saison auch wirklich gespielt würde.
auch der Presse. Und ich denke, hier möchte ich insbesondere allen danken, weil wir sind in der Presse gut weggekommen. Wir hatten weitestgehend immer ein positives Image. Und in den Fällen, wo wir selbst nichts so Positives dazu beigetragen haben, sei es Entscheidungen des Managements, sei es die Leistungen der Mannschaft, haben wir immer noch von Ihnen eine positive und angemessene Berichterstattung bekommen, sodass wir da nicht so zerrissen worden sind, was in der einen oder anderen Sache durchaus auch schon mal zu lesen ist. Deshalb auch von der Seite her danke für die offene, faire Berichterstattung Ihrerseits. Natürlich auch den Spielerinnen, Trainern, den ganzen Betreuern möchte ich hier an dieser Stelle offiziell danken, die das Projekt in all den Jahren mitbegleitet haben. Ich möchte auch, was Peter Josef eben schon etwas Revue passieren hat lassen, die Zeit vor Koblenz nicht vergessen. Das ist letztendlich die Aufbauarbeit. Und da ist es auch für einen Verein wie TuS Weibern schade, auch wenn er in den vergangenen 4 Jahren sicherlich mehr zugeguckt hat zu dem Thema Damenhandball, Bundesliga. Trotzdem ist es auch für den Verein eine nicht schöne Sache, eine unangenehme Sache, dass das jetzt so gekommen ist. Für mich persönlich gehen auch damit mehr als 20 Jahre Sponsoring, Handball und 15 Jahre aktive Mitgestaltung zu Ende. Eine lange Ära mit Höhen und Tiefen, aber vor allen Dingen immer mit viel Freude. Ich habe immer gesagt, wir sind, und das reizt mich am Handball, sehr nah bei der Mannschaft. Es ging alles menschlich immer wieder ab. Ich habe es nie bereut, den Weg gegangen zu sein. Und ganz ehrlich, ich wäre noch gerne noch weitergegangen. Aber es ist mit den Rahmenbedingungen leider nicht möglich. Das so von meiner Seite. Und jetzt können Sie natürlich losschießen, Fragen stellen. Da gibt es sicherlich doch noch einiges, was Sie gerne wissen möchten. Ja, ich gebe das Wort frei. Ja. Darf ich vielleicht noch eins bitte? Ja. Mike, kannst du die Unterlagen bitte verteilen? Ich habe von meiner Ansprache jetzt für Sie alle das auch, wie ich das meistens gemacht habe, dokumentiert, sodass Sie auch da nochmal genau nachlesen können. Was sind die Gründe des Ganzen, was sind die Fakten? Und Sie bekommen auch ein Schreiben mit dazugelegt, das gleich an die Sponsoren, Helfer und so weiter von unserer Seite aus versandt wird als offizielle Mitteilung. Herr Kiefer. So, bitte. Ja, Herr Sattler, Sie haben zwischendrin dann mal gesagt, wir haben auch Fehler gemacht. Können Sie das ein bisschen näher vielleicht noch erklären, was aus Ihrer Sicht an Fehlern gemacht wurde, wo man vielleicht das Schiff noch in eine andere Richtung hätte steuern können? So richtig kann ich das nicht sagen. Man mag vielleicht darüber nachdenken, dass wir vielleicht mit der einen oder anderen Personalentscheidung das Thema Trainer Fehlentscheidungen gemacht haben. Aber ich glaube, das ist nicht ausschlaggebend gewesen dafür, ob wir einen Sponsor kriegen oder keinen Sponsor kriegen jetzt. Ja. Ich weiß es nicht, welche Fehler wir gemacht haben. Aber vielleicht sind wir falsch an die Sponsoren rangegangen. Vielleicht haben wir keine vernünftigen Pakete geschnürt. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich sage ja nur, es ist ja möglich, dass wir Fehler gemacht haben und wir haben auch welche gemacht. Ob wir gravierende Fehler gemacht haben, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Vielleicht ist auch meine Person falsch an dieser Stelle, dass jemand, der erfolgreicher Unternehmer ist oder war, auch da bin ich ja jetzt seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr nicht mehr dabei, und der IHK-Präsident ist, vielleicht ist das nicht die richtige Person, um in der Öffentlichkeit und in der Wirtschaft für Gelder zu werben. Vielleicht hätte das besser ein anderer gemacht. Ich weiß es nicht. Ich muss nur feststellen, es ist mir nicht gelungen, auch mit Hilfe dieser Verbindungen, die ich überall hatte, die Leute dafür zu begeistern, uns doch ein paar tausend Euro jährlich zur Verfügung zu stellen, damit wir hier Handball spielen können. Was sind denn die Gründe für die Ablehnung gewesen? Also wenn Sie mit Kollegen oder mit Unternehmern sprechen, was sagen die denn? Sagen die, wir haben auch kein Interesse? Sagen die, so wie ihr im Moment spielt, interessiert uns das nicht? Gibt's, oder ist das differenziert oder ist überall die gleiche Art von Reaktion da gekommen? Also es sind verschiedene Reaktionen gekommen, weil ich ja auch vor 6 Wochen nochmal an ca. 25 speziell eine sehr lange E-Mail mit der Situationsdarstellung geschickt habe. Namhafte Unternehmen aus der Region und bis auf einen einzigen sind alles negative Antworten gekommen.
Und die Gründe, die da kommen, das sind halt, mehr geht nicht für den, der jetzt heute schon ein paar tausend Euro gibt. Mehr geht nicht, unser Budget ist aus. Sport ist nicht unsere Sponsoring-Philosophie. Oder wir können das nicht entscheiden, weil unsere Muttergesellschaft das entscheidet. Oder ihr bekommt schon so viel, mehr als andere, und mehr können wir nicht vertreten. Das geht alles gar nicht, obwohl aus unserer Sicht das sicherlich ein kleiner Betrag war, den wir bekommen haben. Aber ich kenne ja die Rahmenbedingungen, die Budgets nicht. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Budgets, die große Unternehmen zur Verfügung stellen für Sportsponsoring, in Summe verdammt klein sind oder recht klein sind. Das interpretiere ich jetzt aus den Aussagen heraus. Also es ist keine einzige Aussage da gewesen, weil ihr in der zweiten Liga spielt oder weil ihr sportlich nicht vernünftig spielt oder weil ihr ein schlechtes Image habt oder sowas. Ja? Das ist eher positiv gewesen, weil das sind so Erfahrungen, die man macht, dass Leute, die wir eingeladen haben, und wir haben ja zu jedem Heimspiel haben wir Leute eingeladen in der Größenordnung 100, 150, die gar nicht Sponsoren sind, und haben sie gebeten, doch mal zu kommen in den VIP-Bereich. Da haben wir ganz viel gemacht, und ich denke, da müssen wir uns auch nicht mit schämen mit unserem VIP-Bereich. Für die zweite Liga war das atemberaubend gut. Auch unser Auftreten mit dem Hallenheft, mit dem Heimspielheft zu jedem, das ist professionell, das gehen Sie in der ersten Liga suchen. Ich denke, wir haben sehr viel in Marketing gesteckt tatsächlich, in das äußere Erscheinungsbild, da haben wir immer viel Wert drauf gelegt. Das hat aber nicht ausgereicht, um letztendlich die Leute zu überzeugen. Also was ich sagen wollte, ist halt, dass wenn Sie dann jemanden haben, den haben Sie 10-mal eingeladen oder noch öfter, und der ist dann 3-mal da gewesen, und Sie sagen so, wie wäre das denn jetzt? Ein kleines Sponsoring, eine Bande oder ein Banner oder eine Anzeige im Heft oder sowas, und dann kommt da nichts. Ja? So, und derjenige fragt Sie aber jedes Mal wieder, na, wie geht's denn den Vulkanladies? Ja, so, ach, dann sagt man, fühlt man sich nicht mehr wohl. Ja, so, das ist einfach so. Das sind Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich will das ja nicht generalisieren, aber bitte? Das war eine diskrete Umschreibung. Ja, aber das zeigt halt, man hat Anteil genommen daran. Ja, also wir waren bei einigen jetzt gemeinsam noch unterwegs, bei möglichen Sponsoren, neuen Leuten. Und was uns erstaunt hat, die wussten genau, was die Vulkanladies machen, wer sie sind, was sie machen, dass sie abgestiegen sind und dass sie im Moment gut dastehen oder schlecht dastehen. Die Leute waren tatsächlich hervorragend informiert. Aber wenn es dann darum ging, ja, können wir denn jetzt ein Päckchen schnüren für euch, dass wir Werbung machen für euch und so weiter, dann hieß es dann relativ schnell, ja gut, da müssen wir mal gucken, mit unserem Marketingleiter sprechen oder mit unserer Zentrale in XY sprechen, wenn sie ein Filialist war. Und da ist dann absolut nichts draus geworden. Ja, so, das ist Interesse ja, Wissen ja, aber letztendlich sollen es die anderen richten. Und das wird nicht funktionieren bei Leistungssport. Also, was mich in dem Zusammenhang auch bei diesen Gesprächen wirklich überrascht hat, dass sehr viele dieser Firmenchefs gesagt haben, wir haben früher selbst Handball gespielt und wir haben gerne Handball gespielt und finden Handball noch immer einen ganz fantastischen Sport. Punkt, Komma, aus. Mehr ist aber dann, auch das hat uns nicht weitergebracht. Also selbst diese Affinität zur Sportart Handball hat nicht dazu geführt, dass jetzt auf der Marketing-Ebene, der Sponsoring-Ebene, irgendetwas passiert ist. Kurze Nachfrage, können Sie nochmal die Summe beziffern, die Ihnen genau gefehlt hat, um zu sagen, ja, wenn das gekommen wäre, hätten wir doch die Lizenz beantragt? Ja, also wir sind in den ganzen Jahren ja offen mit unseren Zahlen umgegangen. Wir haben in diesem Jahr, in dieser Saison, weil wir ja für die erste Liga geplant hatten, wir wollten Mittelfeld erste Liga spielen, das muss jedem bewusst sein. Und so haben wir Ende der letzten Saison ja geplant und sind dann leider noch abgestiegen. Insofern haben wir dieses Jahr 950.000 Euro als komplettes Budget. Und wir haben reduziert und waren der Meinung, dass wir in der Größenordnung 450.000 bis 500.000 Euro eine Saison spielen können, wenn wir komplett neu aufsetzen. Wenn wir versuchen, vieles ehrenamtlich zu machen, wo heute vielleicht doch noch ein fremder Dienstleister für die ein oder andere kleinere, das waren auch kleinere Ausgaben dabei war, aber auch eine Mannschaft,
die zusammenbringen, die, wo vielleicht 2, 3, 4 Leistungsspielerinnen da sind, die dann auch entsprechend bezahlt werden, aber die anderen doch wesentlich geringer. Oder auch ein Beispiel, wir haben heute fast alles Vollzeitbeschäftigte oder viele. Und da müssen wir zu etwas hingehen, was andere auch machen. Handball ist dann der Nebenjob. Das heißt, wir brauchen Handballerinnen, die einen Hauptjob haben und nebenher noch Handball spielen. Das geht ja auch, weil andere das auch machen. Nur kriegen wir die nach Koblenz, das ist dann die Frage. Um die Frage konkret zu beantworten, wir haben heute eine Größenordnung von 150.000, 180.000 Euro an Sponsoringgeldern. Dazu kommen noch mal ein paar Zuschauereinnahmen. Und ich war bereit zu sagen, wenn wir jetzt noch 120.000, 150.000, lieber 200.000 dazu bekommen würden, dann wäre ich bereit, den Rest zu tragen und mit, auf dieser Basis dann die nächsten Jahre und dann auch mehrere Jahre wieder zu gestalten. Das heißt also, unser Ziel war, neben dem heutigen Sponsoringgeld, was wir bekommen, noch weitere 120.000, 150.000 Euro zu bekommen. Das hat uns gefehlt. In Summe fehlt mehr, aber da war ich dann der bereit, von meiner Seite aus auch in den nächsten Jahren wieder Geld zu investieren. Gibt es denn Fristen, bis der man dem Handballbund verbindlich ankündigen muss, jawohl, ist den Weg gehen wir, dass jetzt eventuell, falls jetzt morgen noch irgendein Wunder geschieht oder irgendjemand jetzt hört, bei den Vulkanladies ist das und das los, Punkt, 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 zu wissen, worauf ich hinaus will. Also vielleicht kann ich die Frage beantworten. Also die Frist läuft bis zum 31. März. Dann müssen die Lizenzunterlagen bei Herrn Dugal sein. Wir werden da auch mit offenen Karten spielen. Ich werde also gleich nach dieser Sitzung zum Telefon greifen und ihn anrufen und ihm mitteilen, dass wir keine Lizenz beantragen. Das hat auch Auswirkungen dann auf die Abstiegssituation vorgesehen. Es sind 4 Absteiger. Wenn jetzt einer halt zurückzieht wie wir, werden also nur 3 Mannschaften absteigen. Eventuell ist das ja dann für die Trier Miezen, die ja zurzeit auch auf dem Abstiegsplatz stehen, nochmal der Input, dass sie sich nach vorne bringen. Sie sind ja dann nur noch, glaube ich, 6 Punkte vom Mainz 05 entfernt und könnten sich vielleicht da retten. Und das ist natürlich ein unheimlich wichtiger Schritt auch für den Handballverband Rheinland, den ich ja auch präsentiere, weil 2017 sind in Trier die Weltmeisterschaften der Frauen im Hallenhandball. Und es wäre eigentlich schon eine mittlere Katastrophe, wenn der Handballverband Rheinland dann maximal mit einem Drittligisten oder Bascharasch dazugenommen mit 2 Drittligisten den Frauenhandball präsentieren würde. Insofern hoffe ich sehr, dass also Trier, die Miezen, noch den Sprung schaffen, dadurch, dass eben nur 3 absteigen. Ich werde auch gleich den Jürgen Brech anrufen und ihn über unsere Entscheidung in Kenntnis setzen. Wir haben immer ein offenes Verhältnis zu den Miezen gehabt. Es wurde zwar immer so eine Rivalität hochgespielt, aber im Endeffekt haben wir immer sehr gut zusammengearbeitet, auch wenn es mal um Spieltausch und Ähnliches ging. Also das interne Verhältnis ist immer ganz hervorragend gewesen und ich hoffe, es bleibt auch hervorragend. Und eine gewisse Rivalität zwischen den Fans, das gehörte, jetzt muss ich in der Vergangenheit reden, halt dazu und hat ja auch ein bisschen prickelnd in diese Spiele gebracht. Ich möchte Ihre Frage noch beantworten, genauer jetzt. Der 31., das ist nächste Woche Donnerstag. Montag ist Feiertag, morgen ist Gründonnerstag. Wenn sich morgen 3 Leute melden und sagen, wir haben schnell telefoniert und wir bringen 150.000 Euro zusammen, dann würde das bedeuten, dass wir eigentlich vor Ostern nichts mehr machen können und wir müssten es schaffen in 3 Tagen, alle notwendigen Dokumente, das heißt eine Bürgschaft, wir müssen ein paar Belege uns noch ausdrucken lassen. Es würde verdammt eng werden, aber ich will nicht sagen, dass es unmöglich wäre, bis hin zum persönlichen Hinfahren dann am 31. zum Herrn Dugal und ihm die Sachen abends um 8 Uhr in die Hand drücken oder so, wenn 8 Uhr noch erlaubt wäre. Es wäre nicht unmöglich, aber wir würden es sicherlich versuchen. Da gab es in den letzten Wochen so ein Gerücht, dass da eine Spielgemeinschaft Koblenz-Trier ein Thema sein könnte. Ist das nur ein Gerücht oder war da was Konkretes dran? Also das ist weder von unserer Seite noch von der Trierer Seite jemals angesprochen worden. Also da ist irgendjemand die Fantasie durchgegangen. Aber also wir haben nie darüber gesprochen. Das wäre auch problematisch.
Naja, wir haben natürlich schon mal drüber nachgedacht, weil natürlich die Gerüchte in der Welt waren und dann, aber wie soll man das realisieren? Die Entfernung von hier nach Dresden sind 120 Kilometer. Wo trainiert die Mannschaft? Wo spielt sie? Abwechselnd in der Arena in Trier und abwechselnd hier in der Conlog Arena. Wie ergibt sich da jemals so eine gewisse Heimat für eine Mannschaft und auch Fans, die hinter diesen Mannschaften, dieser Mannschaft stehen? Noch schwieriger Sponsoren, weil die sind, wenn dann, regional verbunden. Wir haben ja keine überregionalen Sponsoren, das ist ja unser Problem auch. Ja. So, das heißt, sind regionale, und wenn jetzt nur die Hälfte der Spiele, man muss sich mal vorstellen, wir spielen, was weiß ich, 50% in Trier und 50% in Koblenz, dann würde automatisch noch weniger von den Sponsoren kommen. Also wir haben da gar nicht ernsthaft drüber nachgedacht. Sind weitere Fragen, Herr Kiefer? Ja, was wird jetzt aus dem Handball, der früher mal TuS Weibern war und dann Vulkan Ladies war? Wird dieser Verein seine Handball-Frauenmannschaft abmelden? Wird die Mannschaft in die dritte Liga absteigen? Wird die Mannschaft in der Kreisliga anfangen? Also die Regularien sind wohl die, wenn keine Lizenz beantragt wird, dann geht die Mannschaft zurück in die höchste Klasse des entsprechenden Landesverbandes. Also zum Handballverband Rheinland, und die höchste Spielklasse dort ist die Rheinlandliga. Das setzt aber voraus, dass der TuS Weibern eine Mannschaft für die Rheinlandliga meldet. Ich bin jetzt nicht so in den Interna des TuS Weiberns bekannt, aber ich gehe eher davon aus, das wird nicht der Fall sein. Sie spielen zurzeit mit ihrer, ja, TuS Weibern 2 nennt sich die Mannschaft, in der Bezirksklasse. Und aus dieser Mannschaft könnte ich mir niemanden vorstellen, der also wirklich die Qualität hat, jetzt den Handball weiter nach oben zu bringen. Ich will den Mädels nichts. Die engagieren sich, die kämpfen, die geben ihr Bestes. Aber es ist halt schon eine Ecke vom Leistungshandball entfernt. Bestehen weitere Fragen Ihrerseits? Vielleicht, Herr Schmitz, Sie haben ja zwei Hüte auf sozusagen heute. Ja. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen sagen, wie der Handballverband Rheinland dazu steht, was das für den Verband bedeutet und wie Sie die Zukunft sehen, so ein bisschen. Also für den Handballverband Rheinland war es schon schlimm genug, dass im vergangenen Jahr beide Erstligisten, Trierer Miezen und Vulkan Ladies, in die zweite Liga abgestiegen sind. Die momentane Situation: ein Zweitligist verschwindet definitiv, das sind die Vulkan Ladies. Der zweite Zweitligist kämpft ums Überleben. Das ist also für die Außendarstellung des Handballverbandes Rheinland schon eine mittlere Katastrophe. Auch gerade unter dem Aspekt, den ich eben schon angesprochen habe, die Trier Arena hat den Zuschlag für die Weltmeisterschaft 2017 bekommen. Eine Sache, auf die wir sehr stolz sind, und von diesem Zuschlag geht sicherlich auch eine große Wirkung auf den Handball, vielleicht nicht bis hier nach Koblenz aus, aber ich hoffe dann doch, dass in der Trierer Region vielleicht der ein oder andere dann wieder munter wird, vielleicht auch von den Sponsoren, dass sie einfach sagen, okay, Hallenhandball ist doch ein toller Sport, wir haben hier eine Arena, die voll ist, da spielen die Franzosen, sind da gesetzt, als Mannschaft, als Kopf, sofern sie sich qualifizieren, die bringen viele Fans aus Metz mit, ich denke mal, dass die Spiele alle ausverkauft sind werden, und vielleicht entwickelt sich dann aus dieser Weltmeisterschaft wieder was Positives. Aber zurzeit sind wir in einem ziemlich tiefen Loch. Ich habe also im Prinzip diese Entscheidung hier, ich wollte sie auch nicht innerhalb des Handballverbandes Rheinland vorher bekannt geben. Ich werde gleich mal mit unserem Geschäftsführer sprechen und auch die anderen Präsidialen mit ins Boot nehmen. Das wird für alle ein ziemlicher Schock sein. Und damit fehlt natürlich auch dem Handballverband Rheinland ein Leuchtturm, und es ist wieder ein Leuchtturm weniger. Ich hoffe, dass es bei dem einen bleibt, dass es nicht noch ein zweiter dazukommt, der zusammenbricht. Ich denke mal, wir haben mit Mosel-Weiß eine ganz gute Kooperation, da kommt so langsam was heran, aber die Mädels sind 19, 20 Jahre alt, sind jetzt wohl so in der Oberliga platziert, dass sie die Liga halten können. Ich hoffe sehr, dass vielleicht in 5, 6 Jahren hier vielleicht mal auf dieser Schiene ein Drittligist entstehen kann. Und auf dem weiblichen Sektor, die sind ja sehr rege, der Thomas Bach als Trainer ist ja uns bestens bekannt. Wir haben ja auch 3 Spielerinnen aus Mosel-Weiß mit Erstliga-Vertrag ausgestattet, die also dann schon mal hier mit trainiert haben, die auch teilweise gespielt haben, zumindest jetzt beim letzten Spiel in Halle.
Vielleicht profitieren sie dann langfristig davon, sodass also in Mosel-Weißer was entstehen kann. Was auch im Herrensektor sich abspielt, das ist sehr schwierig, weil das ist ja alles jetzt hier um Koblenz herum, Kastellan, Fallner, beide kämpfen sonst überlegen in der Oberliga. Mühlheim ist auf einem relativ gesicherten Platz. Eine Kooperation zwischen diesen Vereinen sehe ich nicht, auch wenn sie sehr, sehr viel Sinn machen würde. Aber naja, manchmal sind die Kirchtürme verdammt hoch. Ja, ich gebe die Fragen nochmal ins Plenum. Ich hätte noch eine Frage, die Sie mir jetzt bitte nicht um die Ohren hauen, aber die Einladung zu dem Bottom-Termin kann am 16. März. Wenn jetzt bis 31. März die Lizenzunterlagen einzureichen sind, was sprach jetzt dagegen, meinte man uns für vorige Woche schon einzuladen, um einfach aufgrund des größeren Themas in der Öffentlichkeit vielleicht größere Hoffnung zu haben, dass nicht vielleicht doch noch was geht? Also der einzige Grund war der, die Mannschaft war in Urlaub. Eine Woche, und zwar, sie sind jetzt am vergangenen Montag zurückgekommen. Und wir wollten als allererstes die Mannschaft über unsere Entscheidung in Kenntnis setzen. Das ist gestern Abend geschehen. Und ich denke mal, die Spielerinnen sind dann immer noch diejenigen, die am intensivsten davon betroffen sind. Und die sollten Vorrang haben. Und insofern kam also diese Woche Pause zustande, einfach durch den Urlaub der Mädels. Kann ich verstehen. Ja. Und ehrlich gesagt, die Hoffnung ist nicht so groß. Aber vielleicht geschieht ein Wunder. Wunder gibt es immer wieder, hat mal einer gesungen. Ja? Die Hoffnung, dass diejenigen, die jetzt uns, Sie können sich ja vorstellen, wen wir angesprochen haben, das sind ja die für solche Sachen, für solche Sponsorings eigentlich immer wieder in Frage kommen, und dass die jetzt aufgrund einer Presse oder der endgültigen Entscheidung ihre Meinung ändern, es wäre toll, aber ich habe da relativ wenig Hoffnung. Ja, aber